Ich bin Florina Marti und ich bin Unihockeyspielerin. Ich bin Stefano Saladino und spiele Unihockey im BTV Chur. Hallo Stefano. Hallo. Ciao. Ciao. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Wie ist es du? Oh ja, tipptopp, wie immer. Wieso geht's denn dir so gut? Ich bin erholt und natürlich auch sportlich aktiv. Gut. Gut. Was machst du denn am liebsten? Am liebsten spiele ich Unihockey, Verteidigung und Sturm. Cool. Und in der Verteidigung habe ich eine wunderschöne bin ich Fan von einer Verteidigerin. Wer ist denn das? Und das bist du. Danke vielmals. Das ist denn lässig. Habt ihr diese Woche Training gehabt? Nein, diese Woche haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt bis zum 10. Januar Ferien. Okay. Am 10. Januar fangen wir wieder an. Und dann hast du sonst noch ein Vorbild, ein sportliches? Ja, sonst hatte ich früher mal der Gianluigi Buffon, ein italienischer Fußballspieler, natürlich auch als Goalie tätig. Und jetzt habe ich in Deutschland der Gianluigi Donnarumma, auch wieder Gianluigi. Aber die sind ja Goalie und du bist Verteidiger und Stürmer. Genau. Aber das sind meine Fans leider. Aber der allergrößte Fan im Unihockey. Das bist du. Danke vielmals. Aber in dem Fall bist du auch Fan von italienischen Fußballnazis. Genau, das bin ich auch. Gut. Was hätten die gemacht an der letzten? An der letzten Spiel? Der letzte WM. EM sind Europameister geworden. Ach so. Und dann hast du voll mitgefeint? Dann habe ich voll mitgefeint. Ich habe es nicht realisiert, dass Italien gewonnen hat. Aber für mich war das der glücklichste Moment. Ach, ich habe es immer gewusst, auch schon vorher, bei den Spielen, die in der Gruppe und Achtelfinale und Semifinale, habe ich immer gefühlt, dass die Italiener das schaffen würden. Dann habe ich es auch geschafft. Und dann haben wir auch gekupert im Auto unterwegs? Nein, das haben wir gar nicht. Das haben wir nicht, aber man hat schon gehört, die Kur. Ich war auch noch cool, wo wir gegeben bin ich bei meiner Freundin. Sie wohnt in der Quadrostrasse. Mhm. Wie heißt sie denn, deine Freundin? Barbara. Barbara? Macht sie auch Sport? Barbara. Das ist bei der Marianne Donati. Und was macht Marianne? Sie ist Schwimmlehrerin. Ah, dann tut sie schwimmen in dem Fall. Genau. Gut. Dort macht sie auch Wettkämpfe, so wie du? Nein, im Moment macht sie keine Wettkämpfe. Okay. Weil sie hat eine körperlich-geistige Behinderung. Ach so, okay. Und wann hast du das letzte Mal ein Turnier gehabt? Ist schon länger her, ja, schon länger her. Aber weißt du noch, was es war? Einmal war ich in Altendorf. Dann bin ich mal unter Emstringen. Und an verschiedenen Orten, auch in Chur, Meierfeld. Okay. Und die letzten National Games bist du auch gewesen, gell? Genau. Und da sind wir erfolgreich geworden. Goldmedaille geholt. Hey, super! Die erste Gruppe sind leider dritte oder vierte geworden, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir in unserer Kategorie sind erste geworden. Super. Abgesehen vom Schulheim. Und die haben nämlich auch andere, sie haben auch ein paar Gold geholt, ein paar Silber, ein paar Bronze. Also die Schulheim Chur? Schulheim Chur. Mhm. Es sind fünf Mannschaften, die in Wilars sind. Von da? Genau, also von da. BTV, zweimal, gell? 1 und 2, dann haben wir Schulheim und Argo. Und Argo. Und Special Alligators sind auch gewesen, gell? Genau. Das ist Meierfeld. Genau, ja. Genau. Und die von Sargans habe ich auch gesehen. Das stimmt. Ah ja, du warst auch da oben. Ja, sicher. Ich habe mich doch auf Freude gefehlt. Das stimmt. Gell? Und wie läuft es denn sonst mit dem Arbeiten momentan? Ja, im Moment
eine Ferien. Ja, dann läuft es gut, hä? Genau. Aber sonst läuft es gut, auch mit der Brigitte. Sie ist auch im BTV tätig. Sie ist Vizepräsidentin nebst dem Jürg Feuerstein. Ist Brigitte deine Chefin? Genau. Ach so. Sie ist meine Chefin im Café Marchese. Und ich als Kellner arbeite. Als Kellner? Und was machst du denn als Kellner so den Tag? Ich habe verschiedene Aufgaben und Cash bedienen ist im Mittelpunkt. Und was machst du denn bei Kuratur? Ich kann auch arbeiten. Was machst du dort am liebsten? Ganz Verschiedenes. Am liebsten ist... Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das Arbeitsklima gefällt mir sehr gut. Schon? Sicher. Und was ist denn dein schönster Goal, den du geschossen hast? Ich das, was ich erzählt habe. Ah, das war es? Okay. Genau. Und ich bin im Oktober Abend nach dem Einschlafen, vor dem Einschlafen, geschrieben, was ich gemacht habe. Ich habe die Köhe dann schreiben. Aber wir haben nicht geschrieben, wir müssen schlafen. Wer ist euer oder eure Lieblingssportler oder Sportlerin? Bei mir ist es ganz klar, Florina Marti. meine Lieblingssportlerin oder Lieblingssportler? Ja, ich schaue vielen Sportlern gerne zu. Ich nehme jetzt einfach mal die Lara gut. Wenn sie so gut Ski fährt. Hast du lieber Kaffee oder Tee? Ich denke mal, Kaffee. Ich würde sagen, du als halbe Italienerin. Sicher Kaffee, oder? Ja, das stimmt. Also ich trinke keinen Kaffee, ich habe Kaffee nicht gern. Oha. Darum, ja, lieber Tee. Ja, wir würden etwas uns auch machen. Dann würden wir zu einem Tee oder zu einem anderen Getränk einladen. Ah, zu einem heißen Schocke vielleicht? Genau. Das wäre super. Lieber ans Meer oder lieber Italien? Ja, ich bin Süditaliener, ich bin gerne am Meer. Ja, das war klar. Was denkst du? Was bin ich lieber? Also so ein Meertyp. Ah, nein, ich bin lieber in den Bergen. Das Meer ist mir viel zu salzig. Stefano, was ist dein grosser Traum? Was willst du unbedingt einmal erleben? Also mein grosser Traum ist mal, dass ich in der Nationalliga A und in Hockey spiele. Und natürlich auch in der Schweizer Nazi. Im Uni-Hockey. Und Uni-Hockey als Prof kann spielen. Das ist ein sehr schöner Traum. Genau. Das ist mein größter Traum. Ein anderer großer Traum, den ich noch habe, das ist, ein glückliches Leben zu führen. Und natürlich mit meiner Barbara zusammen wohnen kann. Ich bin dran, selbstständig werden. Ich bin sehr selbstständig. Und ich schaffe das auch, um mit dir zusammen zu leben. Schön. Das klingt wirklich sehr schön. Genau. Und was ist deine? Mein Traum? Dein Traum. Mein Traum ist, zum bald einmal in die Ferien und einfach nichts machen müssen. Boah. Das ist ein sehr schöner Traum. Gell? Das klingt gut. Ja, Stefano, ich danke dir viel mal für das lässige Gespräch. Es hat mir Freude gemacht, um dich besser kennenzulernen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Uni-Hockey-Karriere. Du kannst natürlich weiterverfolgen, was ihr so machen. Ich hoffe, ihr könnt bald wieder mal ein Turnier spielen. Und hoffe dir natürlich auch, dass ich dich 2029 auf dem Feld herum speeden sehe. Also, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Und natürlich, dass du auch wieder deinen Weg gehst und auch in Göteborg
viel schönes Spiel hast. Danke vielmals. Sehr lieb. Und auch auf das berufliche Leben. Auch im privaten Leben. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Und eben, bei den nächsten Trainings Vollgas geben, gell? An deine Träume glauben. Genau. Und dann kommt das schon gut. Das stimmt. Auch wieder. Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals.